Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Medienkonferenz zum Thema WHO. Interessanterweise haben gewisse Mainstream-Medien andere Prioritäten. Der Frauenstreik scheint Ihnen wichtiger zu sein als ein staatstragendes Thema. Ich kann nur hoffen, dass gerade bei den steuersubventionierten Medien man ihnen bald den Hahn abdreht, weil so kann es ja nicht sein. Ich meine, Frauenstreik in Ehren, aber das ist nun wirklich das irrelevanteste Thema, das ich mir für heute denken kann. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, stellen Sie sich einmal vor, der Generalsekretär der WHO, Tedros Ghebreyesus, behauptet im kommenden Herbst, dass in Guinea-Bissau, einem Land in Westafrika mit einer 500.000 Einwohner, mehrere streunende Hunde entdeckt worden seien, die möglicherweise vom hoch ansteckenden Virus H1N815 befallen wurden. Aus diesem Grund erhalten Sie als Besitzer eines dreijährigen Labradors einen Aufruf seitens des kantonalen Veterinäramts mit der Aufforderung, Ihren Hund innerhalb von längstens 48 Stunden einzuschläfern. Sollten Sie der Aufforderung nicht nachkommen, droht Ihnen ein Bußgeld von mindestens 25.000 Franken. Oder stellen Sie sich etwa vor, dass im Herbst 2024 eine neue Virusvariante in Südamerika auftaucht, die vermeintlich viel gefährlicher ist als Covid-19 und die WHO weltweite Lockdowns anordnet. Das öffentliche Leben wird auf Monate stillgelegt. Die einzige Lösung zur Bekämpfung der Pandemie ist gemäß WHO, Sie ahnen es schon, eine Impfung. Also das Erreichen einer weltweiten Impfquote von mindestens 80% der Bevölkerung mit genau vorgegebenen Substanzen, die nur die WHO definieren darf und nicht etwa der Bundesrat. Das alles mag für Sie wie ein James-Bond-Film klingen, wo Bösewichte ihr Unwesen treiben. Leider sind solche Szenarien keine wilde Fantasie, sondern sie könnten schon bald zur schrecklichen Realität werden. Nämlich dann, wenn Bundesrat Alain Berset und sein Departement die Unterzeichnung des WHO-Pakts und der erweiterten Gesundheitsvorschriften vorantreiben sollten. Meine Damen und Herren, auf dem Spiel steht hier nichts weniger als die Freiheit, Ihre Gesundheit sowie die Souveränität unseres Landes. Wir haben Sie zur heutigen Pressekonferenz eingeladen, um Ihnen anhand von relevanten Hintergrundinformationen aufzuzeigen, weshalb wir uns mit Vehemenz gegen die Unterzeichnung dieser Verträge stemmen müssen. Unsere Forderungen an Bundesrat und Parlament haben wir in einem Katalog zusammengefasst. Im Anschluss an mein Referat wird Rechtsanwalt Philipp Kruse die juristische und verfassungsrechtliche Problematik der Verträge erläutern. Zum Schluss wird Nationalrat Franz Grütter die politische Dimension ausleuchten und konkrete Fragen an den Bundesrat stellen. In der Pressemappe finden Sie Kopien unserer Ausführungen sowie die entscheidenden Auszüge der Vertragsentwürfe. Worum geht es? Vom 21. bis 28. Mai 2023 sind die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften oder Englisch International Health Regulations, IHR, der WHO auf Antrag der USA in Genf verhandelt worden. Wenig ist dazu an die Öffentlichkeit gedrungen. Und dies aus gutem Grund. Denn diese Vorschriften sollen die wichtigsten Übergriffe des sogenannten Pandemiepakts bereits heimlich etablieren. Mit drastischen Auswirkungen auf die Freiheit und Souveränität der Mitgliedstaaten. Der Pandemiepakt, der im Mai 2024 unterzeichnet werden soll, liegt im Entwurf vor und wurde kürzlich in Genf weiter geschnürt. Auch hier wird die demokratische Öffentlichkeit außen vor gelassen. Der Bund hält unter Verschluss, wer für die Schweiz verhandelt und was das Mandat sei. Fragen seitens einzelner Parlamentarier, so auch von Nationalrat Franz Grütter, werden ausweichend oder gar nicht beantwortet. Eine Diskussion unter Einbezug des Parlaments fand nie statt und das Volk als Souverän hat dem Bundesrat nie ein Mandat zu solchen Verhandlungen erteilt. Aufgrund der insgesamt schwachen Leistungen des Bundesrats während der Covid-Pandemie und der kritiklosen Übernahme der von der WHO empfohlenen sinnlosen oder gar schädlichen Massnahmen
ist Misstrauen Bürgerpflicht. Dies umso mehr, als das Ganze nach einem Coup d'État von Bill Gates und Big Pharma riecht. Denn diese Kreise diktieren als wichtige Geldgeber die WHO-Gesundheitspolitik seit vielen Jahren. Die größten Finanzinvestoren der WHO sind heute die USA mit 15%, Bill und Melinda Gates Foundation mit 12%, Deutschland mit 10%, die Europäische Union mit knapp 8% und die Impfallianz Gavi, auf die kommen wir dann noch zu sprechen, von Bill Gates mit 7%. Aber nun der Reihe nach. Die WHO einst und heute. Die WHO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Ihre Verfassung wurde 1946 von zunächst 61 Staaten unterzeichnet und trat 2 Jahre später in Kraft. Als Ziel der WHO wird darin die Realisierung einer bestmöglichen Gesundheit aller Menschen genannt. Die WHO zählt inzwischen 194 Mitgliedstaaten und hat ihren Sitz in Genf. Die WHO definiert Gesundheit als einen Zustand des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, für den die Abwesenheit von Behinderung oder Krankheit eine Grundvoraussetzung ist. Erreicht werden könne dieser Zustand, indem Einzelnen und Gruppen die Möglichkeit gegeben werde, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ihre Hoffnungen und Wünsche wahrzunehmen und zu verwirklichen, sowie ihre Umwelt zu verändern. Ich lasse jetzt einen Teil des Textes aus, das steht alles wunderbar in den Unterlagen. Was aber wichtig ist, und das steht nicht in den Unterlagen, das ist mir aber auf dem Weg hierher in den Sinn gekommen. Ich meine, die WHO hat unbestritten Erfolge gehabt. Ich meine, sie hat die Pocken ausgerottet, sie hat gewisse Kinderkrankheiten bekämpfen können, gewisse Impfprogramme bei Kinderkrankheiten und sie macht auch große Fortschritte mit der Malaria. Das sei der WHO unbenommen. Was aber völlig geändert hat, früher, zum Beispiel gerade die Pockenimpfung, die hat man nicht mit einer Massenimpfung ausgerottet, sondern mit einer Clusterimpfung. Man hat Clusters geimpft. Warum? Man hatte gar nicht genügend Impfstoff, um alle Leute Massen zu impfen. Und damals war die Medizin eben noch auf die Medizin und die Gesundheit ausgerichtet, im Verbund mit dem Centers of Disease Control in den USA. Heute aber ist die Medizin politisiert und ökonomisiert. Und das ist der große Unterschied und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Heute geht es um politisches und ökonomisches Kalkül. Das müssen wir mit Entschiedenheit bekämpfen. Wie kommen die internationalen Gesundheitsvorschriften IHR ins Spiel? Die internationalen Gesundheitsvorschriften, IGV auf Deutsch abgekürzt, IHR auf Englisch, bilden seit 2007 den maßgeblichen Rahmen für die globale Gesundheitssicherheit und sind nahezu universell anerkannter Vertrag der WHO. Sie bilden einen übergreifenden Rechtsrahmen, der die Rechte und Pflichten der Länder bei der Bewältigung von Public Health Ereignissen und Notfällen festlegt. Public Health Events and Emergencies. Oder, und wenn man das abkürzt, spricht man das wie das andere Wort Fake aus, oder vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Die IHR sind ein völkerrechtliches Instrument, das für 196 Länder, darunter die 194 WHO-Mitgliedstaaten, rechtsverbindlich ist. Im Rahmen der IHR haben sich die Länder verpflichtet, ihre Kapazitäten für die Erkennung, Bewertung und Meldung von Ereignissen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auszubauen. Die IHR umfassen spezifische Maßnahmen an Häfen, Flughäfen und Grenzübergängen, um die Ausbreitung von Gesundheitsrisiken auf Nachbarländer zu begrenzen und ungerechtfertigte Reise- und Handelsbeschränkungen zu verhindern, damit Verkehrs- und Handelsstörungen auf ein Minimum beschränkt werden. Soweit die Theorie. In der Praxis ist jedoch oft das Gegenteil der Fall, wie wir am Beispiel von Corona am eigenen Leib erlebt haben. Seit dem Jahr 2007 wurden 6 solcher Notstände aufgerufen. Der letzte war Covid-19. Davor gab es Ebola, Vogelgrippe und andere. Man erinnert sich daran vermutlich nur noch vage. Die IHR haben, und das ist wichtig zu wissen, bis zum heutigen Tag mehrere bedeutende Einschränkungen. Sie bieten zum Beispiel keine Überwachungsinfrastruktur und sie sind lediglich eine Reihe von Empfehlungen, auch wenn sie Vorschriften heißen.
Und genau das ist offenbar der springende Punkt. Der WHO oder ihren Finanziers ist das zu wenig. Deshalb die geplanten Änderungen und Ergänzungen. Deshalb die Eile, mit der die Kampfzone ausgeweitet werden soll. Deshalb die Geheimniskrämerei und die höchstmögliche Geheimhaltung. Was sind nun die entscheidenden Änderungen im WHO-Pandemievertrag und den internationalen Gesundheitsvorschriften? Und Sie werden das alles in Ihren Dokumenten sehen. Ich habe mal einige Artikel erwähnt, ich habe noch den Artikel 44 vergessen, aber es sind eine Reihe von Artikeln, auf die wird dann auch Herr Rechtsanwalt Kruse noch im Detail eingehen. Entscheidend ist, dass die Verträge völkerrechtlich verbindlich sind. Die WHO wird zur Gesundheitsweltregierung, die Oberinstanz. Die Generaldirektion kann eine Pandemie eigenständig ausrufen, und zwar auf der Basis bloßer Bedrohungsbehauptungen. Ein eigentlicher Nachweis ist nicht erforderlich und ein Kontrollmechanismus ist nicht vorgesehen. Eine kleine Klammer, wenn man bei Covid die richtigen wissenschaftlichen Maßstäbe angewendet hätte, wäre der Pandemiezustand gar nicht gegeben gewesen, auch bei Covid. Klammer geschlossen. Löschung der Verpflichtung bei der Umsetzung der Verordnungen auf Würde, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten von Personen. Das haben wir im Marxismus und Kommunismus zuhauf erlebt. Das Kollektiv entscheidet, das Individuum hat sich ins Kollektiv einzuordnen. Wollen wir das? Ich meine nein. One Health, Ausweitung der globalen Machtkompetenzen der WHO und der Rechtfertigungsgründe für Pandemieverträge und Bekämpfung weit über klassische Pandemien hinaus. Die WHO kann im Resultat zwangsweise Medikationen und Impfungen für alle Menschen anordnen. Die WHO steuert Forschung, Entwicklung, Preise, Absatzkanäle von Gesundheitsprodukten und kann die Erzeugung von Medikamenten und anderen Produkten anordnen. Und das Ganze verpackt man dann unter diesem modernen Begriff Equity. Ich kann es schon nicht mehr hören. Mitgliedstaaten sollen einen bestimmten Prozentsatz der Gesundheitsausgaben für Pandemieprävention, Vorsorge, Reaktion bereitstellen. Die WHO beabsichtigt in Zusammenarbeit mit der G20 und dem WEF, das WEF ist auch immer dabei, einen weltweiten digitalen Impfpass, das digitale Zertifikat, für alle Mitgliedstaaten verpflichtend zu machen. Jetzt können Sie sich selber vorstellen, was das heisst. Es ist kein Mechanismus vorgesehen, und das ist entscheidend, meine Damen und Herren, der die global weitreichenden Entscheide des kleinen WHO-Gremiums um den Generaldirektor überprüfen würde. Es fehlen also Checks and Balances. Gemäß Artikel 59 haben die Mitgliedstaaten nach der Annahme durch die Weltgesundheitsversammlung 9 Monate Zeit, 9 Monate, die neuen Vorschriften abzulehnen. Jede Ablehnung oder jeder Vorbehalt, der nach Ablauf dieser Frist beim Generaldirektor eingeht, hat keine Wirkung. Bleibt der Mitgliedstaat untätig, das könnte allenfalls das Ziel gewisser Leute in Bern sein. In Bern ist man ja gerne untätig, vor allem die Beamten. So treten die verschärften Gesundheitsvorschriften auf Ende Mai 2025 in Kraft. Also nichts tun schützt nicht vor Strafe. Ja. Der vorgeschlagene Text von Artikel 18 des Pandemiepakts bzw. Artikel 44 der internationalen Gesundheitsvorschriften zielt darauf ab, koordinierte globale Zensursysteme zu etablieren. Natürlich nicht unter dem Begriff Zensur, aber einer eingeschränkten Kommunikation, Kommunikationskonzepten. Und wie soll man mit renitenten Leuten, die wagen, ihre Meinung zu äußern, wie soll man mit denen umgehen? Die WHO will also die Kompetenz als weltweit einzige Behörde definieren zu dürfen, was im Zusammenhang mit Gesundheit, Pandemievorsorge und Pandemiebekämpfung geschrieben und gesagt werden darf und was nicht. Das ist ein Freipass zur Zensur. Damit können die Regierungen bei der nächsten Gesundheitskrise noch ungestörter ihren autoritären, pseudowissenschaftlichen Unsinn verbreiten, mit Strafen für all jene, die darauf aufmerksam machen wollen. Zudem sind Durchsetzungsmaßnahmen ausdrücklich möglich.
Dass dieser Weg mit aller Konsequenz eingeschlagen werden soll, dokumentieren andere bereits eingeleitete Aktionen und Vorschläge außerhalb der unmittelbaren Verhandlungen über die WHO-Verträge. Etwas, das kürzlich entschieden wurde, ist die Neudefinition der Herdenimmunität. Herdenimmunität wird nur noch nach vollständiger Covid-Impfung akzeptiert. Das heißt, wer genesen ist und die Krankheit durchgemacht hat, hat keine Herdenimmunität. Das ist wissenschaftlich lächerlich und nicht tragbar. Es wurde sogar ein neuer ICD-Code für nicht geimpfte oder unvollständig geimpfte kreiert. Wer nicht geimpft oder unvollständig geimpft ist, unabhängig des Antikörperstatus, wird als krank qualifiziert. Müssen Sie sich das mal vorstellen? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ausweiten der Maßnahmen auf Landwirtschaft, Ernährung, jetzt wollen Sie noch in die Ernährung reinreden, Forschung, weniger Fleisch, Entwicklung, weniger Kühe, die Abgase entwickeln, sowie den Vertrieb von Medikamenten inklusive Preismonopol und langjährige Absatzverträge. Die Kolchose lässt grüßen. Meine Damen und Herren, so geht es wirklich nicht. Der Einfluss der Profiteure von Pandemien, große globale Investoren und die Pharmaindustrie, auf die WHO ist längst unübersehbar geworden. Wie leichtfertig angebliche und von der WHO selbst definierte Pandemien ausgerufen werden, mussten wir bereits bei der Schweinegrippe und jüngst bei den Affenpocken miterleben. Auch im Rahmen der Covid-19-Pandemie hat die WHO mit undurchsichtigen Entscheidungsabläufen erhebliche Fehleinschätzungen gemacht. So wurden mehrere wissenschaftlich nicht haltbare Empfehlungen abgegeben, die extreme Schäden für Bürger, Wirtschaft und Staatswesen und auch die Gesundheit der Menschen zur Folge hatten und dennoch den Profiteuren Milliarden in die Taschen spülten. Ein anderes Thema, da kommt man dann etwas in die Nähe der Verschwörungstheoretiker, ist die unsägliche Gain-in-Function-Forschung, wo man nicht so richtig weiß, wie man das einordnen soll. Ich lasse es mal damit bewenden, aber auch dieser Forschung muss man auf den Grund gehen. Es kann ja nicht sein, dass die USA das verbietet im eigenen Staatsterritorium und dann Forschung finanziert in China, die dann irgendetwas produziert. Also das muss man auch ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, sich näher ansehen. Die Gefahr einer Vorherrschaft der WHO im Namen der Gesundheit muss daher ernst genommen und mit allen Mitteln verhindert werden. Die Schweiz und auch alle anderen Mitgliedstaaten der WHO müssen unabhängig bleiben, insbesondere bei der Ausrufung einer mutmaßlich willkürlichen Pandemie. Es ist in aller Deutlichkeit festzuhalten, die beabsichtigten Änderungen stellen einen direkten Angriff auf unsere Demokratie, unsere Souveränität und unser verfassungsmäßiges System der Gewaltentrennung dar. Je näher das Datum der WHO-Schlussabstimmung vom Mai 2024 rückt, desto enger wird der tatsächliche Handlungsspielraum für den Schweizer Souverän. Der WHO übernationale Machtbefugnisse zu erteilen, sehen wir juristisch belegt als verfassungswidrig an. Darauf wird Rechtsanwalt Kruse noch eingehen. Eine Schweizer Verhandlungsdelegation, welche internationale Vertragsverhandlungen unterstützt und vorantreibt, mit dem absehbaren Ziel, dass die verfassungsmäßige Grundordnung der Schweiz und ihre Souveränität jederzeit aufgehoben werden kann, durch ein nicht kontrollierbares, immunes internationales Gremium, realisiert sämtliche Tatbestände von Artikel 175 Strafgesetzbuch und von Artikel 266 Strafgerichtsbuch Angriff auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft. Wir behalten uns als Pro-Schweiz daher vor, das weitere Vorantreiben der hier kritisierten WHO-Instrumente zur Anzeige zu bringen. Das Diktat der WHO und die Ausschaltung der Entscheidungsbefugnisse souveräner Staaten müssen sofort gestoppt werden. Falls die WHO weiter derart überbordet, muss die Schweiz einen Austritt aus diesem undemokratischen Club erwägen. Pro-Schweiz verlangt, dass eine öffentliche Debatte geführt und im Parlament darüber debattiert wird. Zusätzlich müssen wir uns fragen, ob auch andere fragwürdige und vor allem nicht demokratisch gewählte Organisationen, wie etwa die Impfallianz von Bill Gates, das Gavi, weiterhin großzügig vom Schweizer Steuerzahler unterstützt werden sollen.
Warum hat der Bundesrat diesen Organisationen Immunität und Steuerbefreiung gewährt? Warum gab es auch hier keine Abstimmung oder auch nur eine Diskussion im Parlament? Fragen über Fragen. Damit komme ich zum Schluss und formuliere unsere 10 Forderungen an Bundesrat und Parlament. Wir fordern erstens die sofortige Suspendierung aller WHO-Verhandlungen zur Machterweiterung. Stopp IHR und WHO-Pandemiepakt. Zweitens, wir fordern die sofortige Suspendierung aller pendenten und oder geplanten Public Health Emergencies of International Concern. Drittens, wir fordern eine unabhängige internationale Untersuchung des WHO-Covid-Managements. Ursprung des Virus, tatsächliche Gefährlichkeit von Covid, Kontrolle der Public Health Emergencies of International Concerns, Wirksamkeit und Sicherheit von Maßnahmen und mRNA, inklusive Vergleich mit anderen Maßnahmen, weil man hat ja andere therapeutische Maßnahmen grundsätzlich ausgeblendet oder schlecht geredet. Dann geht es um die Erforschung oder Untersuchung von Interessenskonflikten der WHO, Rolle von Geldgebern und Profitkartelle. Viertens fordern wir eine unabhängige PUC für die Schweiz. Diese soll analog wie drei die Details untersuchen und zusätzlich das Swissmedic und BAG-Kartell durchleuchten. Fehlende Aufsicht und Kontrolle, Verschleuderung von Steuergeldern für unwirksame und schädliche mRNA-Impfstoffe, Gründe für die Verhinderung anderer therapeutischen Modalitäten. Fünftens, wir fordern eine Einholung von mindestens 2 Rechtsgutachten zum Thema der Verfassungsmäßigkeit der internationalen Health Regulations und des Pandemiepakts. Sechstens, wir fordern einen wirksamen Kontrollmechanismus gegenüber der WHO. Accountability, das heißt Verantwortung übernehmen für die eigenen Entscheide und Checks and Balances durch pharmaunabhängige Kontrollgremien, ansonsten Austritt der Schweiz aus der WHO. Siebtens, wir wollen neu eine internationale Konvention zum umfassenden Schutz der Menschen vor schädlichen Substanzen. Achtens, wir fordern eine Diskussion und spätere Abstimmung im Parlament über die erweiterten internationalen Gesundheitsvorschriften und den WHO-Pandemiepakt. Auch in Zukunft keine WHO-Entscheide am Parlament vorbei. Neuntens, darauf wird dann Herr Rechtsanwalt Kruse eingehen im Detail, wir fordern, dass die Schweiz oder dass das ganze Thema dem obligatorischen Staatsrechtsreferendum unterstellt wird, da letztendlich das eine Verfassungsrevision bedeutet. Darauf wird Herr Kruse noch eingehen. Und last but not least, die Kündigung des Staatsvertrags mit der gewinnorientierten Organisation Gavi. Gavi heißt Global Alliance for Vaccination and Immunization. Mit sofortiger Blockade aller Konten und allfälliger Goldreserven, die im Zollfreilager in Basel liegen sollen. Man spricht da von etwa 9 Milliarden. Wir wollen eine PUC zur Abklärung des Erwerbs, der Verwendung und des Ursprungs der Mittel. Meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende meiner Ausführung. Wenn Sie sehen, das Konvolut, das wir Ihnen heute geben an Vertragsentwürfen, sind dann auch unsere Präsentationen noch drin, aber es sind rund 100 Seiten Vertragsentwürfe, wirkt es ja schon etwas eigenartig an, wenn Bundesrat Berset verharmlosend sagt, ja, man hätte mal so gewisse Vorabklärungen gemacht. Entweder ist er ein totaler Ignorant oder er ist ein Lügner. Und beides ist für einen Magistraten nicht akzeptabel. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Geschätzte Anwesende, herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen denjenigen, die diese Medienkonferenz von zu Hause aus verfolgen. Ich möchte vorab Pro Schweiz herzlich danken, dass sich diese Organisation es zur Aufgabe gemacht hat, die Neutralität und die verfassungsmäßige Grundordnung in den Fokus ihres Tuns zu rücken. Leider ist das bei den Parteien in Bern so gut wie gar nicht zu spüren. Dabei ist die Bundesverfassung die Grundlage für die gesamte Rechtsordnung in der Schweiz. Sie definiert die Aufgabenverteilung zwischen den staatlichen Gewalten, die Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Sie gewährt den Grundrechtsschutz und sie ist letztlich die Basis für Rechtsfrieden und Sozialfrieden. Und sie wurde
in der Schweiz erlassen, zuletzt und abgestimmt und bestätigt 1999 durch die verfassungsgebende Gewalt. Und das ist die Schweizer Bevölkerung und das sind die Kantone. Und deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass man bei jedem Gesetzesvorhaben, auch bei internationalen Verträgen, immer prüft, was sind die Auswirkungen dieses Vorhabens auf unsere Bundesverfassung. Und das ist das Thema meines Referates. Diese Aufgabe wurde mir vorgegeben. Was sind die Auswirkungen dieser beabsichtigten Verträge der WHO auf unsere Bundesverfassung? Und im Titel nehme ich meine Antwort vorweg. Diese beiden Verträge sind auf Kollisionskurs mit unserer Souveränität und mit unserer verfassungsmäßigen Grundordnung. Ich werde ganz kurz die Ausgangslage darstellen, die schon sehr gut von Dr. Rethiker dargelegt wurde und sehr zutreffend beschrieben. Diese Ausgangslage bietet uns allen höchsten Anlass zur Sorge, uns mit den Details, mit den Bestimmungen dieser Verträge gut vertraut zu machen. Es geht um einerseits bereits erwähnt die internationalen Gesundheitsvorschriften, welche überarbeitet werden, weitreichend überarbeitet werden und andererseits um den neuen Pandemievertrag. Nun, was ist das Kernproblem? Das Kernproblem ist letztlich ein menschliches, nämlich wer nicht bereit ist, kritisch das eigene Handeln zu betrachten und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen für die Zukunft, der ist verdammt, diese Fehler zu wiederholen. Und wir sehen bei der WHO, dass nicht im Ansatz eine Bereitschaft zu erkennen ist, ihr Management der Covid-19-Krise einer kritischen, unabhängigen Überprüfung zu unterziehen, um für die Zukunft daraus zu lernen. Im Gegenteil, die WHO will ihre Machtbefugnisse ganz erheblich, ganz massiv ausdehnen. Sie beansprucht Unfehlbarkeit und einen uneingeschränkten Führungsanspruch, sobald sie das Thema Pandemiebekämpfung nur schon geltend macht. Und eine unabhängige Korrekturinstanz ist nicht vorgesehen. Deshalb sind unverhältnismäßige, schädigende Maßnahmen sind vorprogrammiert. Ich habe es erwähnt, maßgebend sind immer die tatsächlichen Auswirkungen. Die Hauptbetroffenen, die Menschen aller Länder, sind wir. Und wenn man diese Verträge insgesamt betrachtet, dann sieht man weitreichende Auswirkungen für unsere Gesundheit, für die wirtschaftliche Existenz der Menschen, der Unternehmer, für unsere Grundfreiheiten, für die gesamte Wirtschaft und für die Staatsfinanzen der Schweiz und ganz massiv für die Souveränität und für die verfassungsmäßige Grundordnung des gesamten Landes. Und deshalb ist es sehr erfreulich, dass es einzelne Parlamentarier gibt, welche entsprechende kritische Anfragen an den Bundesrat gerichtet haben, um Näheres zu erfahren. Und Herr Dr. Franz Grütter ist einer von Ihnen, der im März eine Anfrage an den Bundesrat gestellt hat, sehr präzise, März 2023. Und er hat richtige Fragen gestellt. Sinngemäß hat er gefragt, vertritt die Schweizer Delegation auch die Rechte von Volk und Ständen und die Souveränität der Schweiz? Kann die Schweiz in Zukunft noch den Weg der Eigenverantwortung gehen? Oder muss in Zukunft eine WHO-Pflicht tatsächlich umgesetzt werden? Und werden Interessenkonflikte zwischen WHO und globalen Finanzakteuren zum Thema gemacht bei diesen Verhandlungen? Und der Bundesrat hat sinngemäß geantwortet, wir entscheiden erst, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, April 24. So lange können wir nichts sagen. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage des BAG. Nun, was steht auf der Homepage des BAG? Da steht ebenfalls so gut wie gar nichts, nämlich, ich habe es hervorgehoben, das Gremium soll bis zur Weltgesundheitsversammlung 24 erste Entwürfe präsentieren. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Verhandlungen
sind die Inhalte des Übereinkommens noch nicht geklärt. Das ist falsch. Wir haben die Inhalte heute auf dem Tisch. Und was sagt der Bundesrat zu den internationalen Gesundheitsvorschriften? Gar kein Wort. Überhaupt nichts ist auf der Homepage des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, zu finden. Nun, und in diesem Zusammenhang müssen wir auf die zeitliche Komponente hinweisen. Herr Dr. Rietiker hat das sehr gut getan. Hier diese zwei Projekte. Und sie sollen bereits in weniger als einem Jahr, Mai 2024, von der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet werden. Und dann läuft die Stoppuhr für die internationalen Gesundheitsvorschriften, bereits erwähnt. Wir stehen nur 10 Monate Zeit, um sie abzulehnen. 10 Monate wird die Frist verpasst, gelten sie als übernommen. Und für den neuen Pandemievertrag, da gibt es zum Glück ein Sicherungsinstrument, da muss ratifiziert werden. So, aber das ist wenig Zeit, gemessen an den Auswirkungen. Die Schweizer Bevölkerung müsste längstens einbezogen werden in die Diskussionen. Und das ist das, was wir hier machen wollen. Wir möchten Ihnen vorführen, warum Sie Grund haben, wir alle Grund haben, den Bundesrat aufzufordern, endlich den Inhalt der Verhandlungen uns allen bekannt zu machen. Nun, ich beginne mit den internationalen Gesundheitsvorschriften und hier lege ich ein Schwergewicht. Wenn wir einer Matura-Klasse, einer beliebigen Matura-Klasse in der Schweiz den Auftrag erteilen würden, bauen Sie mir einen Setzkasten für das Errichten einer Diktatur in Gruppenarbeit. Ich behaupte, 80% würden Folgendes herausfinden. Sie würden sagen, als erstes brauchen wir einen Mechanismus, welcher es dem Diktator erlaubt, ohne weitere Begründung, ohne weitere Überprüfung, sich selbst die absolute Macht zu geben. Als zweites brauchen wir eine uneingeschränkte Befehlsgewalt, welche es erlaubt, Anordnungen auszusprechen, die alle befolgen müssen. Als drittes müssen wir sicherstellen, dass es keinen Schutz gibt für die Bevölkerung. Die Bevölkerung soll nicht die Möglichkeit haben, sich an staatliche Gerichte zu wenden und sich noch zu beklagen, es seien ihre Grundrechte ja verletzt. Und selbstverständlich gehört es zu einer richtigen, autoritären Struktur dazu, die Information total zu kontrollieren. Das heißt, wir brauchen absolute Informationskontrolle und das Recht zur Zensur. Und am Ende müssen wir sicherstellen, für so eine autoritäre Hierarchie, dass es keinen Kontrollmechanismus gibt. Und ich kann es vorwegnehmen, all diese Elemente finden wir in aller Deutlichkeit in den Anpassungsvorschlägen zu den internationalen Gesundheitsvorschriften. Wunderschön, ich gestatte mir, sie Ihnen kurz vorzustellen. Nun, es ist bereits angelegt im bisherigen Text, dass der Generaldirektor der WHO in Alleinkompetenz diesen Notrechtszustand ausrufen darf. Das muss man wissen. Das darf er heute schon und er hat es auch getan. Zu Deutsch gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite, Englisch Public Health Emergency of International Concern, abgekürzt FAKE. Das darf er schon heute und es ist wichtig zu wissen, schon auch bereits heute existiert eine Verbindung zwischen diesem internationalen Gesundheitsnotstand und der schweizerischen Rechtsordnung über das Epidemiengesetz. Deshalb hatten wir so lange Notrecht. Wir hatten die besondere Lage, weil es einen Artikel gibt, welcher nur schon erwähnt, dass der Bundesrat eine besondere Lage ausrufen darf. Es ist mitnichten ein Automatismus, aber der Bundesrat hat de facto so etwas wie einen Automatismus daraus gemacht. Das ist dieser ominöse Artikel 6 des Epidemiengesetzes, Absatz 1, Litera B. Der Bundesrat hat sich auf den Standpunkt gestellt, sobald der internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen wird, dürfen wir gestützt auf diesen Artikel auch die besondere Lage ausrufen. Nun, und hier sehen wir den Zusammenhang auf der Zeitachse vom 30. Januar 2020 bis zum 5. Mai 2023 hat in Alleinherrschaft, ohne Rechenschaftspflicht, der Generalsekretär der WHO den internationalen Gesundheitsnotstand aufrechterhalten, perpetuiert. 3 Jahre
3 Monate. Und wir hatten dementsprechend eine besondere Lage, die nicht ganz so lang war, aber auch etwas mehr als 2 Jahre vom 28. Februar 2020 bis zum 31. März. So, und das ist die Ausgangslage, die wir bisher hatten. Was bringen die Änderungen obendrauf? Sie geben dem Generaldirektor die Befugnis, in Artikel 12 nachzulesen, sein Ermessen noch weiter auszuüben, noch früher einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen, noch länger ihn aufrecht zu erhalten und die betroffenen Länder, die er bisher fragen musste, da steht hier, State Party are in agreement, das soll gestrichen werden, es wird keine Rolle mehr spielen in Zukunft, was die betroffenen Länder dazu sagen. Er kann es alleine von oben nach unten befehlen. Und da kann man nachschauen, ich überspringe das jetzt etwas, es gibt da diverseste weitere Absätze in diesem Artikel 12, welche dokumentieren ganz plastisch, wie weitreichend diese Alleinherrschaftsmöglichkeit des Generaldirektors ist. Ich fahre fort. Immer noch bei der Ausweitung dieser Alleinkompetenz. Wir haben im Annex 2 zu diesen Gesundheitsvorschriften einen Entscheidungsbaum. Und in diesem Entscheidungsbaum sind die maßgebenden faktischen Grundlagen aufgezeigt, welche rechtfertigen können, einen Gesundheitsnotstand auszurufen. Und hier ist sogar ein besonders deutliches Beispiel, springt es ins Auge, wenn die Mensch-zu-Mensch-Übertragung nicht ausgeschlossen werden kann bei einer seriösen Infektion. Kann nicht ausgeschlossen werden. Den Gesundheitsminister wollen wir sehen, der etwas nicht ausschließen kann. Im Zweifel wird es eben für möglich gehalten. Also eine weitere Erweiterung. Und dann haben wir noch ebenfalls erwähnt das Konzept One Health, welches eine unglaubliche, uneinschränkbare Erweiterung der Kompetenzen der WHO beinhaltet, nämlich für sämtliche Bereiche, die irgendwie zu tun haben mit Klimawandel, Artenvielfalt, Tier-Mensch-Übertragung, all diese Dinge können auch Anlass bieten für das Ausrufen eines internationalen Gesundheitsnotstandes. Kurzum, zusammengefasst heißt das, die WHO erhält unbegrenzte Möglichkeiten, das Pandemienotrecht auszurufen. Der Bürger, kann er noch etwas tun, einen solchen ungerechtfertigten Notstand irgendwie zu beenden? Kann ein Parlament etwas tun? Können die Gerichte etwas dagegen tun, wenn sie es bisher schon nicht tun konnten? Das Juristenkomitee hat das Parlament mit mehreren Schreiben Anfang 2022 mit sehr viel Sorgfalt begründet, aufgefordert, in der Schweiz die besondere Lage aufzuheben. Und wissen Sie, wie die Kommission des Nationalrates geantwortet hat? Sie haben geschrieben, das Schreiben ist auf der Homepage vom Juristenkomitee, 21. Februar 2022. Sinngemäß, solange der Notstand der WHO andauert, können wir als Parlament den Notstand nicht überprüfen. Solange Notstand andauert, können wir nicht überprüfen. Jetzt können Sie sich einmal selber überlegen, was das für die Zukunft bedeutet, wenn genau diese Notstandsbefugnis vom Generaldirektor so massiv weit ausgeweitet wird. Das ist der erste Baustein dieses großen Gebildes der massiven Machterweiterung. Nun, der zweite Baustein sind die WHO-Empfehlungen. Es wird immer wieder behauptet, ja, die sind ja unverbindlich. Man kann ja einen eigenen Weg gehen. Siehe Schweden. Konnte man vielleicht noch in der Vergangenheit, was man in der Schweiz nicht getan hat, aber in der Zukunft ganz sicher nicht mehr. Und ich gehe jetzt schnell durch, weil Sie können das selber nachlesen. Aber sind eine Reihe von Bestimmungen, die das klipp und klar zeigen. Sie sehen es in den internationalen Gesundheitsvorschriften, Anpassungen, Artikel 1. Das Wort Non-Binding ist gestrichen. Das macht die dauerhaften Empfehlungen damit noch etwas verbindlicher als vorher. Sie sehen es in Artikel 13a. Dort sehen Sie, die Staaten versprechen, den WHO-Empfehlungen zu folgen. Auf Englisch, they undertake to follow. Das ist Rechtssprache und heißt nichts anderes, die Staaten versprechen, den WHO-Empfehlungen Folge zu leisten. Verbindlicher geht es nicht mehr. Dann haben wir einen Artikel 42. Da haben wir
eine Umsetzungsvorschrift. Und da steht drin, alle Arten von WHO-Empfehlungen sollen inskünftig von allen Vertragsstaaten unverzüglich veranlasst und unverzüglich umgesetzt werden. Und eben equitable and non-discriminatory, das ist eine verschlüsselte, verklausulierte Botschaft. Das größte Problem aus Sicht WHO, das Sie gesehen haben bei der zurückliegenden Krise, war, oh, es haben nicht alle Länder gleich viel Impfsubstanzen bekommen. Sie wurden nicht gleich behandelt. Wir müssen sie unbedingt gleich behandeln. Das ist Equity aus Sicht WHO. Und das Ziel soll es in Zukunft sein, dass eben alle Länder dieselben Impfsubstanzen bekommen. Und wenn also, wie Herr Dr. Rietecker gesagt hat, eine Art staatliche Staatswirtschaft mit dem Ziel, gleiche Produktionskapazitäten, gleiche Impfsubstanzen aus dem Boden gestampft wird, das ist hier die Grundlage dafür. Die WHO kann anordnen, in einem Land sind die Produktionskapazitäten zu tief, also müssen andere Länder helfen, die reichen Länder müssen helfen, hier zu produzieren oder zu liefern. Und ja, wie unverbindlich waren bisher die Anordnungen gemeint? Wir haben ein prominentes Beispiel, dass die WHO Ende 2021 sehr deutlich gesagt hat, das Erreichen einer 70% Impfquote mit Covid-19-Vakzinen in allen Ländern ist ein Global Imperative, ein globaler Imperativ. Homepage WHO 2021 Dezember. So, wenn es schon damals ein globaler Imperativ war, oder? Glauben Sie wirklich, es soll in Zukunft plötzlich unverbindlich sein? Können mir die Faktenchecker ein einziges Land nennen, welches die epidemiologische Bedrohung nicht mit dem PCR-Test gemacht hat, welches Obduktionen vorgenommen hat, welches ärztliche Untersuchungen zumindest im Rahmen von bestimmten Kohortenstudien angeordnet hat? Das wäre ja zumutbar gewesen. Kohortenstudien, Obduktionen, nein, solche Länder gibt es nicht. Kurzum, es war jetzt schon alles gleichgeschaltet und in Zukunft soll es noch weiter sein. Damit zu dem Punkt, die WHO erhält Exekutivkompetenzen und maximalen Spielraum, in das gesamte Leben der Schweizer und der Schweiz, in die Wirtschaft und in die staatlichen Aufgaben beliebig lange direkt einzugreifen. Direkt. Es braucht auf den Weisungen der WHO nur das Logo der WHO. Das reicht schon. Und dann muss der Bundesrat spuren, parieren. Das ist das Thema hier. Und der globale und absolute Führungsanspruch der WHO wird es unmöglich machen, staatliche Individuallösungen, die weniger stark eingreifen, durchzusetzen. Und wie die Vergangenheit, die Beispiele eben, die Erfahrung zeigt, ich habe weit über 20 Gerichtsverfahren gemacht. Und bei jedem Gerichtsverfahren habe ich beantragt, zeigen Sie mir die Notwendigkeit, zeigen Sie mir die Gefährlichkeit, Gegenseite, Staat. Wie viele Menschen sind denn ursächlich aufgrund von Covid ins Spital gekommen? Da ist nichts gekommen von der Gegenseite, nichts. Und dementsprechend wird ja auch in Zukunft werden Gerichte, das Parlament und Bundesrat die Schweiz nicht schützen können vor schädlichen Vorgaben. Ich bitte den Bundesrat, uns das Gegenteil zu beweisen. Nun, zum dritten Punkt, die Grundrechte. Hier ist es leider bei dieser Ausgangslage klar, wie die Sache ausgehen wird. In Artikel 3 Absatz 1 dieser Anpassungsvorschläge, und die datieren von Ende November 2022, die sind schon seit über einem halben Jahr so als maßgebende Vorschläge der gesamten Welt kommuniziert. Dort ist in Artikel 3 Absatz 1 sind die Grundrechte, welche bisher zu beachten waren, zu beachten gewesen wären, die sind herausgestrichen und sie werden ersetzt durch das Prinzip, ich erwähnte es schon, Equity und Inclusivity, also gleiche Impfquoten für alle. Also die Perspektive, schützen wir die Bevölkerung, indem wir alle die gleichen Impfquoten vorgeben, anstatt die Grundrechte zu schützen. Das ist die Realität, welche beabsichtigt ist. Und damit Frage, kann man noch überhaupt von einem wirksamen Grundrechtsschutz sprechen, wenn die WHO-Empfehlungen, also Lockdown, Testpflicht, Isolation, Zutrittsbeschränkungen,
wenn die verbindlich sind und wenn eben unter dem Titel Equity alles über einen Kamm geschert wird? Die Antwort können Sie sich selber geben. Die Grundrechte werden definitiv noch weniger geschützt sein als bisher. Und zur Frage, ob ein Impfobligatorium wird durchgesetzt werden können, jawohl, mit dem Verweis auf eine WHO-Anordnung, globales Impfziel 70% oder 80%, wird es faktisch durchgesetzt werden können, weil es keine Gegenwehrmöglichkeiten geben wird. Nun, und dann kommen wir zum zweitletzten Punkt, Zensur und Manipulation. Wie häufig haben Sie in der NZZ, in der Tagesschau, im Tagesanzeiger, im Blick unterschiedliche Auffassungen, konträre Auffassungen der Wissenschaft lesen können? Das war bisher schon nicht der Fall und bis heute findet auch kein offener Diskurs statt. Mir wäre es entgangen. Nun, was bringt die Zukunft? Die Zukunft können wir Artikel 44 der internationalen Gesundheitsvorschriften entnehmen und es gibt einen analogen Artikel auch im neuen Pandemievertrag. Und hier muss es uns erschaudern als Demokraten. Hier steht nämlich sinngemäß, die Vertragsparteien, die Staaten sollen sich gegenseitig darin unterstützen, falsche oder unzuverlässige Informationen über Maßnahmen gegen Epidemien zu bekämpfen. Und sie sollen diese Verpflichtung sogar in ihre eigene nationale Rechtsordnung übernehmen. Das heißt, was wir bisher erlebt haben, das war nur das Vorspiel. In Zukunft, weil es eben sogar noch formell bekräftigt in den Gesundheitsvorschriften drinsteht und im Pandemievertrag, werden wir mit so massiven Informationskontrollen rechnen müssen, mit Zensur. Und es gibt auch schon eine Resolution, die in der Zwischenzeit verabschiedet wurde, jetzt gerade im Mai, welche die Staaten verpflichtet, alle Register zu ziehen aus den Psychologiewissenschaften, Behavioral Sciences, welche es ermöglichen sollen, die Menschen in das richtige Verhalten hinein zu manipulieren. Und jeder weiß, Urteilsfähigkeit und Willensfreiheit sind die Grundvoraussetzungen für eine richtige Entscheidung. Und genau diese zwei Bereiche will die WHO ausschalten. Sie will uns die korrekten Informationen vorenthalten und auf unsere Willensfreiheit manipulativ Einfluss nehmen, mit Zensur bis hin zum Wegsperren. Artikel 44. Und hier fordere ich auch hier den Bundesrat auf. Wie wollen Sie die Schweizer davor schützen, desinformiert zu werden, manipuliert zu werden? Und Artikel 17 Absatz 2 der Bundesverfassung verbietet sogar die Zensur. Nun, und hier auch Artikel 44 für diejenigen, die es mir nicht glauben, lesen Sie es dort nach, eine besondere Sicherungsmaßnahme. Und Artikel 53a auch, drei Artikel also, welche allesamt dasselbe besagen und unterstützen wollen. Zwischenfazit, Informationskontrolle und Zensur. In Zukunft wird es nur noch eine Wahrheit geben. Und das ist die Wahrheit der WHO. Alle anderen Stimmen werden unterdrückt und bekämpft. Das ist die Realität. Und es ist nicht eine Frage von links oder rechts. Nicht eine Frage von rechts- oder linksextremen, ob wir hier eine Sorge haben. Das ist extrem. So etwas zu fordern, ist die größtmögliche Entfernung von der verfassungsmäßigen Grundordnung. Und wer solche Regeln unterstützt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass eben er oder sie extrem ist. So etwas haben wir schon seit unserer allerersten Verfassung in der Schweiz, welche auch schon Informationsfreiheit gewährte, haben wir verbannt. Gut, zuletzt keine Korrekturmechanismen, das ist schnell gesagt. Wo es nichts gibt, kann man auch nichts zeigen. Kurzum, ja. Erstens schon, anstatt eine saubere, kritische Rückschau zu halten, das ist doch ein Grundstandard, ein global akzeptierter Grundstandard der Qualitätskontrolle, der Qualitätssicherung, ISO 9000, 9001, überall akzeptiert. Im Militär heißt es After Action Review. Das hat die WHO für die Vergangenheit nicht gemacht
Und natürlich können Sie sich vorstellen, das ist auch nicht vorgesehen für die Zukunft. Und es werden vor allem keine unabhängigen Kontrollinstanzen oder Mechanismen vorgesehen. Kein Kontrollmechanismus, der diesem einzelnen Mann, dem Generalsekretär, über die Schultern schaut. Sind seine Entscheide richtig? Bewirken sie tatsächlich eine Verbesserung für die Gesundheit oder nur eine Verbesserung des Profites für die beteiligten Lieferanten aus der Pharmaindustrie und IT-Industrie? Und so sehen wir also eine massive Erweiterung der Kompetenzen ohne eine wirksame Qualitätskontrolle. Es fehlen Checks and Balances. Und das sind die Grundprinzipien einer jeden modernen Verfassung seit der Französischen Revolution. Jede Macht hat einen Ausgleichsfaktor. Jede. Und ich höre schon, die sagen, ja, aber in einer Not kennt kein Gebot, da muss man handeln. Ja, aber eine Not dauert nicht ewig. Man hat sich darum zu bemühen, den Kenntnisstand permanent zu optimieren. Und man hat sich alle Mühe zu machen, so wenig wie möglich einzugreifen in die Rechte der Bürger und auch in die Kompetenzen der beteiligten Staaten und Privaten. Nun, verfassungsrechtliche Würdigung. Das ist schon alleine diese verfassungsrechtliche Würdigung zu ziehen für die internationalen Gesundheitsvorschriften. Was sehen wir? Wir sehen, dass das Grundprinzip der Gewaltentrennung und der Gewaltenhemmung de facto aus den Angeln gehoben wird, sobald der Generaldirektor den Fake, also den Gesundheitsnotstand, anordnet. Da gibt es kein Parlament mehr, welches überprüfen kann. Und kein Gericht wird die Frage der Rechtmäßigkeit eines Gesundheitsnotstandes nicht überprüfen können. Nicht nach einem Jahr, nicht nach zwei Jahren, nicht nach drei Jahren. Niemals. Und ich stehe gerne auch für Fragen zur Verfügung, weil ich entsprechende Verfahren, Dutzende geführt habe, Dutzende. Oder siehe die erwähnte Auskunft und Antwort vom Parlamentsbüro vom 21. Februar 2022. Dann, ein Staat muss selber bestimmen können, welche Aufgaben er priorisiert. Die Schweiz hat das selber zu entscheiden und sie darf sich nicht über Monate, über Jahre vorschreiben lassen, ihr oberstes Staatsziel, ihre Staatsraison ist die Bekämpfung eines virtuellen Virus. Und genau das soll aber kommen. Der Schutz der Menschenrechte, darüber haben wir gesprochen, ist nicht nur bedroht, sondern ist definitiv massiv im Angriff, unter Attacke, muss man sagen, sobald diese Befugnis wahrgenommen wird vom Generaldirektor. Legalitätsprinzip und Verhältnismäßigkeit, darüber brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen. Daran fühlt sich eine WHO schlichtweg nicht gebunden, dass man zum Beispiel nach Epidemiengesetz nur Maßnahmen ergreifen kann, wenn man tatsächlich, Epidemiengesetz, die ersten drei Artikel können Sie lesen, da geht es um die Bekämpfung konkreter, übertragbarer Krankheiten. Die müssen nachgewiesen sein, nicht behauptet, mittels Fallzahlen. Sie müssen nachgewiesen. Darum schert sich ein Generaldirektor überhaupt nicht und auch nicht über die Verhältnismäßigkeit. Die entsprechenden Hinweise im Pandemievertrag sind Lippenbekenntnisse. Und ganz entscheidend noch einmal zur Information. Wenn Sie eine gesamte Bevölkerung über Jahre hinweg falsch informieren, wenn Sie ihnen die wesentlichen Informationen vorenthalten, dann verstoßen Sie nicht nur gegen das Grundprinzip der freien Information, sondern wir haben auch in der Verfassung das Grundprinzip, dass die Bürger ihren Willen unverfälscht sollen bilden können, damit sie ihre politischen Rechte überhaupt wahrnehmen können. Artikel 34 Absatz 2. Es ist darüber hinaus ein Verstoß gegen Treu und Glauben und gegen das Willkürverbot, wenn der Staat seine Bürger über Jahre hinweg desinformiert. Und es ist ganz explizit ein Verstoß gegen das Zensurverbot. Kurzum, es sind eine Reihe von grundlegenden, fundamentalen Verfassungsprinzipien massiv bedroht, sobald der Generaldirektor befindet, es sei wieder Zeit, eine Pandemie auszurufen. Und es besteht keine Möglichkeit, diese Bedrohung von uns aus, von der Schweiz aus, aufzuheben. Und daher haben wir es zu tun, de facto im Resultat mit der größten Revision der Bundesverfassung seit
die Bundesverfassung zum ersten Mal für die Schweiz Wirksamkeit entfaltet hat. Wir übergeben die Kompetenzen an eine externe kleine Gruppe von Leuten, welche keiner Kontrolle unterstehen und welche wir in keiner Art und Weise zur Rechenschaft ziehen können. Nun, und zum Pandemievertrag kann ich nur sagen, das ist dasselbe gespiegelt, mit dem Unterschied, dass der Pandemievertrag eben keinen eigenen Passus hat zum Ausrufen vom Notrecht. Aber hier finden wir eine ganze Liste von ganz analogen Bestimmungen, welche der WHO analoge oder noch weitergehende Befugnisse erteilen. Ich spreche von den bereits zum Teil erwähnten Prinzipien One Health, massive Kompetenzerweiterung unter diesem Titel, eine dauerhafte Überwachung der Bürger mit dem Vorwand, es gehe um das Früherkennen von Erregern, die wesentlichsten Grundprinzipien, die fundamentalen Grundprinzipien unserer Verfassung werden hier aus den Angeln gehoben. Wir haben es de facto im Resultat mit einer Totalrevision der Bundesverfassung zu tun. Und deshalb ist diese WHO-Machterweiterung ist auf Kollisionskurs mit unserer Bundesverfassung. Und ich kann nur die Forderungen von Dr. Stefan Rietiger wiederholen. Ich möchte sie nicht alle im Einzelnen wiederholen, aber die wichtigsten herausgreifen. Das Erste ist, sofort diese Verhandlungen mit der WHO, mit diesen Verträgen sind abzubrechen, weil sie sonst auf eine Totalrevision hinauslaufen, für die der Bundesrat kein Mandat hat. Und damit verbunden, die Bürger und die Parlamentarier sind unverzüglich vollumfänglich ins Bild zu setzen über die tatsächlichen Auswirkungen, welche mit diesen Verträgen verbunden sind. Es braucht eine internationale Untersuchung des ganzen Pandemie-Managements und analog in der Schweiz auch eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission und wie ich meine auch darüber hinaus noch eine vollständig unabhängige Untersuchung. Wir in der Schweiz tun gut daran, unsere eigene Autonomie im Bereich der Gesundheitsvorsorge weiter zu verbessern, gegenüber der WHO uns unabhängig zu machen und für zukünftige Abkommen diejenigen Prinzipien hervorzuheben, welche ebenfalls sehr zutreffend, und ich stehe hinter jedem einzelnen dieser Punkte von Herrn Dr. Rietiger, aufgezeigt wurden, im Zentrum muss der tatsächliche Schutz des Menschen stehen und nicht der Profit der beteiligten Konzerne und Kartelle. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen. Schützen wir uns, schützen wir unsere Souveränität und unsere Demokratie vor dauerhaften WHO-Pandemien und vor Machtmissbrauch. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Keine Angst, ich werde hier in maximum 10 Minuten Ihnen versuchen aufzuzeigen, was passiert eigentlich hier in Bern in dieser Sache. Und ich kann vorab Ihnen eines sagen hier, es ist wieder ein klassisches Beispiel von sogenanntem Soft Law. Soft Law tönt ja schon soft. Der Bundesrat freut sich oft ab Soft Law, weil Soft Law kann er irgendein internationales Abkommen unterzeichnen. Die offizielle Begründung heißt dann immer, ja, das ist nicht bindend, das sind eigentlich nur so internationale Empfehlungen. Aber Fakt ist dann immer wieder, wenn wir Soft Laws haben, und da gibt es viele Beispiele, Stichwort Migrationspakt, Pariser Klimaabkommen und. Es gibt eine riesen Litanei an sogenannten Soft Law-Verträgen. Und diese Soft Law-Verträge werden dann quasi ins innerstaatliche Gesetz mit aufgenommen. Sie entwickeln damit eine rechtsbindende Wirkung. Und wir haben hier, und ich danke wirklich Herr Kruse sehr für diese große Arbeit, die er geleistet hat, letztlich haben wir hier eben ein Problem. Das Problem ist, wer liest denn eigentlich schon solche dicken Verträge? Und das ist hier das Hauptproblem, das wir haben. Es ist A, der Faktor Zeit. Sie haben es gesehen. Mai 24 soll das an der 77. Weltgesundheitsversammlung in Genf verabschiedet werden. Und schon im November dieses Jahres sollen gewisse Punkte in Kraft treten. Und aufgrund dieser extrem kurzen Zeit ist es eben schwierig, eine breite Öffentlichkeit und auch das Parlament
im Detail zu informieren, was hier eben alles in die falsche Richtung läuft. Und deshalb ist diese Arbeit, die hier geleistet wird, dieses trockene Auflisten all dieser Punkte, jemand, der diese Verträge liest und das in einer verständlichen Sprache aufzeigt, was hier alles droht, das ist extrem wichtig. Nun, wir haben wirklich einen großen Challenge, weil es braucht, ich erinnere mich zurück ans Rahmenabkommen, als 2014 zum ersten Mal über das Problem des Rahmenabkommens gesprochen wurde, dann hatten viele Leute in der Öffentlichkeit gesagt, ja, aber das ist ein Vertrag da in Bern, wen interessiert das? Und erst als man diese Knochenarbeit geleistet hat, hat plötzlich eine breite Öffentlichkeit verstanden, wo eigentlich hier das Problem liegt. Also es ist hier die Aufgabe und deshalb engagiere ich mich auch persönlich, politisch für dieses Thema. Wir müssen den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern endlich aufzeigen und sie müssen es erfahren, worauf die WHO-Verhandlungen in Genf hinauslaufen werden. Auch die Kantone und die Schweizer Bevölkerung, das sind die verfassungsgebenden Kräfte, das sind die, die das Sagen haben, und auch die müssen letztlich darüber entscheiden können. Ich bin Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Wir haben bei uns eine Untergruppe, eine sogenannte Subkommission eingesetzt, die sich mit der Frage beschäftigt, nicht zur WHO, sondern generell Softlaw. Wir wollen die Mitbestimmungsrechte im Parlament stärken. Es gibt also auch andere Kräfte, die jetzt nicht unbedingt wegen des WHO-Vertrages, sondern generell Vorbehalte haben. Sie möchten, dass das Parlament mitbestimmen kann, wenn solche Softlaw-Verträge unterzeichnet werden sollen. Der Bundesrat sträubt sich hier dagegen. Und auch die Anfrage, die ich bereits zum WHO-Vertrag im Parlament eingereicht habe, die wurde wirklich, ich wiederhole das nicht, Sie haben das gehört von Herrn Kruse, die wurden extrem oberflächlich beantwortet. Man spürt, dass der Bundesrat eigentlich nicht große Lust hat, hier im Detail zu informieren, was genau läuft. Und dort möchte das Parlament aus generellen, allgemeinen Überlegungen eine höhere Mitbestimmung haben. Aber das ist immer noch ein laufender Prozess. Nun, die Fragen wurden sehr schlecht beantwortet und ich bin jetzt daran, wir können im Parlament nur während der Session Fragen einreichen. Ich werde weitere Fragen einreichen, ich werde an diesem Thema weiter dranbleiben. Ich werde hier dem Bundesrat weitere Fragen stellen und dann muss man sich dann überlegen, wie er die beantwortet. Sie haben das gehört, Menschenwürde, Menschenrechte und Grundfreiheiten sind aus dem ursprünglichen Text von 2005 rausgestrichen worden. Neu stehen dafür die Begriffe Equity und Inclusivity drin. Das heißt, das bedeutet nichts anderes als gleiche Medikamente und gleiche Maßnahmen für alle. Und hier ist schon heute meine Frage an den Bundesrat. Was hat der Bundesrat in den Verhandlungen unternommen, damit ein wirksamer Schutz der Grundrechte im Rahmen der internationalen Gesundheitsvorschriften, IGV, und zwar nicht bloß im Rahmen des Pandemievertrages sichergestellt ist. Ich will vom Bundesrat auch wissen, welcher wirksame Kontroll- und Sicherungsmechanismus ist vorgesehen, damit die Grundrechte in der Schweiz auch in Pandemiezeiten wirksam geschützt werden. Spätestens, wenn das in nationales Gesetz überführt werden soll, kann man dann nochmal intervenieren. Aber wenn es der Bundesrat natürlich schon unterzeichnet hat, ist dann die Argumentation immer so, das ist ja auch beim Pariser Klimaabkommen, sagen, ja, wir haben das unterzeichnet, wir müssen das jetzt umsetzen. Also man setzt dann einen faktischen Druck auf, dass es auch umgesetzt wird. Das zweite wichtige Thema, das sind der Generalsekretär der WHO, er soll eine Pandemie noch früher und länger ausrufen können. Auch hier werden wir kritische Fragen stellen. Welches ist der unabhängige Kontroll- und Sicherungsmechanismus? Ich hoffe dann, dass die Fragen dazu dienen, dass auch der Bundesrat vielleicht noch Änderungsvorschläge eingeben kann. Wir werden es sehen. Welcher unabhängige Kontroll- und Sicherungsmechanismus, also Checks und Balances, das haben wir gehört,
damit die Rechtfertigung für Pandemienotrecht so rasch als möglich, respektive regelmäßig wirksam überprüft werden kann. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass ungerechtfertigte Pandemie- und Notrechtsregime so rasch wie möglich beendet werden können und dass diese unser Land nicht länger schädigen als unbedingt notwendig? Und auch hier eine weitere Frage: Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die WHO kein Notrecht ausruft, welches primär sachfremden Interessen dient? Wir haben es gehört, wer die grossen Geldgeber sind in dieser Organisation. Das ist also nicht eine rein staatliche oder interstaatliche Organisation, sondern hier hat es ja auch private Interessen, Investoren, die hier Geld sponsoren. Dann sollen ja die WHO-Empfehlungen noch verbindlicher werden als bisher. Auch hier haben wir die Details gehört. Hier ist die Frage, welcher unabhängige Kontroll- und Sicherungsmechanismus, Checks und Balances, auch hier eingeführt werden soll, damit zum Beispiel auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Maßnahmen überprüft werden kann. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass unnötige, untaugliche, unsichere oder schädliche Empfehlungen oder Vorgaben der WHO rasch beendet werden können und diese unser Land nicht schädigen oder nicht länger als unbedingt notwendig solche Maßnahmen umgesetzt werden? Also Sie sehen ein Bündel von weiteren kritischen Fragen. Ich bin dann gespannt, wie der Bundesrat das diesmal beantworten wird. Ich hoffe, dass er es diesmal präziser macht. Ansonsten werde ich weitere mögliche Vorstöße prüfen, wo wir dann schauen müssen, wo wir noch auch politisch gesehen Allianzen finden. Es gibt auch in anderen Parteien Leute, die hier eine kritische Haltung haben. Der letzte Punkt, der vierte Punkt, die konsequente Verweigerung jeder unabhängigen Qualitätskontrolle des WHO-Pandemie-Managements unter Covid-19. Ich will hier wissen, ob der Bundesrat beabsichtigt, darauf hinzuwirken, dass die WHO eine After-Action-Review, haben wir gehört, vom Militär abgeleitet, und dass die maßgebenden Fragen zur Verbesserung ihres Pandemie-Managements unabhängig, kritisch und zeitnah überprüft werden. Also eigentlich sind das völlig normale Sachen. Es ist eigentlich unglaublich, oder, dass man überhaupt solche Fragen überhaupt stellen muss. Aber es gibt alles im Leben. Wie gefährlich war Covid-19 wirklich? Welche Methoden ergeben tatsächlich aussagekräftige Antworten zu den Fragen? Also wir wollen hier auch wissen, was läuft. Wir möchten Fragen stellen, auch zur vergangenen Pandemie in Bezug auf Hospitalisationen, Todesfälle und so weiter. Also Nachweise, PCR-Testmethoden, die hinterfragt werden sollen. Woher stammte der Erreger SARS-CoV-2? Diese Frage ist nach wie vor ungeklärt. Auch hier werden wir kritische Fragen stellen. Und ich komme damit zum Schluss und ziehe ein kurzes Fazit. Sie sehen, Soft Law, großes Problem, ist ein zunehmender Trend, dass die Regierung oben solche irgendwelchen internationalen Abkommen, sogenannte unverbindliche, nicht gesetzliche Abkommen, unterschreibt. Dadurch kann er das Parlament und das Schweizer Volk faktisch ignorieren. Und erst in der nachträglichen Umsetzung, wenn das in nationales Recht umgemünzt werden soll, bestehen dann demokratische Mittel. Dort ist man dann bereits von der Regierung her, muss man dann schon bereit sagen, ja, aber das haben wir jetzt schon unterschrieben, diese Verträge. Also es wird ein faktischer Druck ausgeübt, dass man dem einfach zustimmen will. Und hier denke ich, ist dieser Zustand staatsrechtlich absolut inakzeptabel. Es entspricht auch nicht dem schweizerischen Souveränitätsverständnis. Und auch hier werde ich den Bundesrat fragen, anerkennt der Bundesrat die Auswirkung der vorgeschlagenen Ergänzungen dieser internationalen Gesundheitsvorschriften? Wie verträgt sich das mit der Souveränität und der verfassungsrechtlichen Grundordnung? Und Sie wissen ja, die Verfassung kann auch nicht das Parlament abändern. Sie kann es abändern, aber es muss nachher durch Kantone, sprich Stände und Bevölkerung
demokratisch mit einer Volksabstimmung bestätigt werden. Und der letzte Punkt, wann genau gedenkt der Bundesrat, das Parlament und die Öffentlichkeit über die absehbar weitreichenden und dauerhaften Konsequenzen für unser Land, für die Eidgenossenschaft, für die Kantone, für die Bevölkerung aufzuzeigen, Transparenz zu schaffen und aufzuzeigen, was es heißt, auch in Bezug auf den Zeitplan, wenn er so etwas einführen will. Das sind die wichtigsten Fragen. Ich werde hier weiter dranbleiben und die Zeit drängt. Und ich danke Ihnen insbesondere auch, wenn Sie in Ihrem Umfeld dieses Thema weiter hinaustragen. Die Zeit ist kurz und wir müssen die breite Bevölkerung darauf hinweisen, was hier auf uns zukommt. Herzlichen Dank. Und keine Renitenz bei den Beamten und Politikern wird uns daran hindern. Wir werden dieses Projekt stoppen. Das wird nicht stattfinden. Wir werden eine Massenerhebung, wenn nötig, im Volk parteiübergreifend erzeugen. Diese Verträge dürfen nicht unterzeichnet werden. Das sage ich hier und jetzt und das werden wir erreichen.